Tiananmen. Das ist logistischer Kraftakt und diplomatischer Kunstgriff und eine Premiere für Deutschlands Kulturpolitik. Der Platz des himmlischen Friedens ist sicherlich einer der zentralen Plätze dieser Welt. April 2011. Der triumphierende Böllerschuss deutschen Kulturexports wird zum Rohrkrepierer. Gastgeber China hat unliebsamen Gästen aus Berlin die Einreise zur Öffnung verweigert. Teile der deutschen Presse verlangen die sofortige Schließung der Ausstellung. Doch die Politik fürchtet den diplomatischen Konflikt. Deutschlands Renommierschau wird ignoriert, Werbung verweigert, Eintritt verlangt. Schlamperei oder Schikane? Geschäfte machen kann man mit Diktaturen, das klappt ohne großes Aufsehen. Warum ist ausgerechnet Kultur so schwierig? Als ich früher Austauschprogramme mit ausländischen Künstlern organisierte, ging es mir darum, Dialog zwischen den Künstlern zu schaffen. Die Ausstellung im Nationalmuseum verfolgt dagegen ganz andere Ziele. Sie ist ehrgeiziger und monumental. Das mag im Westen funktionieren, doch in China spielt Kunst eine andere Rolle. Kultur und künstlerische Betätigung haben einen anderen Stellenwert. Monumentale Ausstellungen haben hier nicht denselben Erfolg. Vor allem ein Punkt ist wichtig. Das Verhältnis vom breiten Publikum zur Kunst ist viel distanzierter. Aber im heutigen China ist ein neuer Faktor dazugekommen, der wirtschaftliche. Mit Kunst kann man heute Geld verdienen, manchmal viel Geld. Das hat den Blick einiger Künstler auf ihre Arbeit verändert. Wobei man den Marktumsatz natürlich nicht mit dem Westen vergleichen darf. Dort ist zeitgenössische Kunst heute Gold wert. Bei uns sind die chinesischen Sammler für Gegenwartskunst bisher nur eine überschaubare Gruppe, die aber ständig wächst und wächst. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Trotzdem suchten die Künstler in den 80er Jahren noch einen direkten Dialog mit der Politik. Heute verarbeiten sie eher Themen des Alltags. Sie bleiben vorsichtig in ihrer Beschäftigung mit Gesellschaft und Politik. Denn ich will Elemente der chinesischen Malerei in die Ölmalerei einfließen lassen und kein Realist sein, kein westlicher Maler. Für mich muss Malerei geprägt sein vom chinesischen Prinzip der Harmonie. Darum geht es, um das Prinzip der Harmonie. Chinas Führung hat keine Angst vor der Kunst der Aufklärung. Sie hat Angst vor der Kunst. Denn die gilt als Tummelplatz für Revolutionäre, die dank Kunst Aufklärung wollen. Ox bringt westliche Künstler nach Beijing und betreibt Kulturaustausch auf der unteren, der nicht offiziellen Ebene. Es gab bei uns in der Galerie niemals Zensur. Wir haben niemals eine Ausstellung angemeldet und es gab nie eine Intervention. Man hat sich selbst eingeladen und sich hinterher gewundert, dass die, mit denen man sich dort ins Bett gelegt hat, eine andere Art und Weise haben, Liebe zu machen, als wir das selbst hier gelernt haben. Versprochen war Aufklärung durch Kunst. Geliefert wurde Kunst der Aufklärung. Eine Ausstellung, die deutsche Politik unfreiwillig zum Politikum machte. Denn mit Kultur Politik zu machen, ist eine Kunst. Doch nur für Aufgeklärte.